Ach, ist das nicht ein schöner Ausblick? Da vergisst man glatt die Sorgen, die man hat. Und dass hier ein paar von den Dicken rumlaufen und dass wir gleich wahrscheinlich in einem Bosskampf sterben. Aber zumindest hatten wir einen schönen Ausblick. So, wir machen den Bogen mal wieder rein. So, tipp, tipp. Ja, kann man halt machen. Ich weiß zwar nicht, wie solche Steinsäulen in der Natur entstehen, aber scheinbar passiert das öfter hier. Gut, hängt da jemand? Sieht so aus, ne? An dieser Sichel kann man da auch eine schöne Behausung. Gut, was haben wir denn hier? Ein Wächterdrachen. Das ist natürlich schön. Ich wollte gerade sagen, mit unserer Feuerwaffe werden wir wahrscheinlich nicht so viel Schaden ausrichten, aber ich habe mich getäuscht. Ist er, geh weg. Immer Richtung Schwanz laufen. Das hört sich jetzt wahrscheinlich falsch an, aber so ist es. Wo ist er? Da. Bleib doch mal unten, ne? Es ist unfair, wenn du wegfliegst. Ich flieg dir ja auch nicht weg, ne? Ich will einen fairen Kampf. Siehst du, das kannst du machen, das ist okay, aber nicht wegfliegen, okay? Wegfliegen ist gemein. Find ich nicht okay. Ich dachte, wir sind Freunde. Aber du willst es halt nicht anders. Ach, verdammt. So, wenn du halt nicht willst, dann. Ah, komm. Geh halt an die Gitterstäbe, wo ich erst recht nicht rankomme. Sonst sag. Komm runter, du Sau. Wie auf den Kopf hauen. So. Das sah wirklich schmerzhaft aus, aber hat direkt seine Seele rausgerissen. Pech gehabt. Ja, das war. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass wir den jetzt wirklich so schön hinbekommen. Und hier haben wir wieder so einen komischen Schatten, wo wir auch wieder nur Müll bekommen. Aber ist mal nett zu wissen eigentlich. So. So, und wir kommen wieder in ein Lava-Gebiet. Nein, zum Glück nicht. Was haben wir hier? Hurra für Illusionen. Ich sehe keine Illusion. Lügner voraus. Versucht prügeln und ein Schild. Okay. Ja, wie man sieht, haben wir hier den Drachenhorst. Und wie der Name schon sagt, sind hier ein paar mehr Drachen. Ich weiß jetzt nicht, warum der eine Drache ausgewählt wurde, um in diesem Käfig zu verharren. Aber er hat bestimmt Böses getan. Und hier haben wir eine alte Bekannte. Bearer of the curse. Long have I awaited one such as you. One who might shatter the shackles of fate. One who can set me free. Bearer of the curse. It was my own manifestation that led you here. Oho. The ancient dragon has watched over the world. Take this. Do not Geil, resist. danke. The dragon. Ja, so wie es ausschaut, haben wir immer noch mit einer Illusion von der gesprochen. Und das hier ist die echte, also können wir sie auch. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich der Beste bin? Och, Mann. Ah,
kannst du keinem erzählen, ey. Kannst du keinem erzählen. Da willst du gerade einen Witz drüber machen, dass man sie endlich töten kann, was du sowieso nicht vorhattest. Und dann kriegst du gleich direkt einen reingedrückt. So, wenn ich jetzt auf dem Weg dahin sterbe, dann weiß ich nicht. Dann weiß ich echt nicht, weil da geht knapp 50.000 Seelen flöten und das wäre bitter. Wegkommen. Lass mich durch, Mann. Oh. Mann, ey. Kannst du keinen erzählen, ey. Ah, jetzt sind wir wieder hässlich. Aber, hahaha, das war alles geplant. Das war alles mein ausgetüftelte. Oh, jetzt muss ich auf den Fahrstuhl warten. Gut, ihr habt Glück, ich schneide das einfach raus, aber ich muss jetzt warten. Geil. Toll. Ja, zumindest gibt es eine schöne Aussicht. So, die gönne ich mir jetzt. So, da sind wir wieder. Ich versuche diesmal nicht runterzufallen, okay? Ist das okay für euch? Oh Mann, ey. Ja. So. Hat man davon, wenn man mal einen Witz macht. Ist toll gemacht. Oh. So. Boah, dann möchte ich doch mal gerne, gerne, gerne zurück nach Majula für etwas ganz Spezielles. So, mit dir möchte ich nicht reden, aber ich möchte mal ganz kurz gucken. Bla bla, okay, dir nichts Neues. Ja. Und zwar, bevor ich wieder aufleveln gehe, möchte ich mal kurz mit dem hier schnacken. Hey. Bla bla bla. Und diese Miniaturleiter kaufen. Cheers for that. Ja. Ahaha. So, dazu ist er in diesem Raum. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, der ist unten. Ja. Dazu möchte ich dann nochmal mit diesem Dude quatschen. Ah. Ja. Mal kurz hier unten, ob er vielleicht hier ist. Gilt auch kein Verstecken mit uns. Ja, das ist ein bisschen doof, weil ich diesen Typen brauche. Kacke. Ist er vielleicht in einem anderen Raum hier im Haus? Hier irgendwo? Nö. Nö. Nö, nö, nö. Okay, ich guck noch mal in diesem Bücherraum. Aber vielleicht doch hier ist. Nö, ich. Nö. Einfach nö. Okay. Das ist gar nicht so geil. Habe ich den getötet? Könnt ihr euch daran erinnern? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, gut, dann. Ja. Weiß ich nicht. Dann level ich halt auf. Weiß gerade nicht, ob ich die Seele für irgendein Schwert benötige. Aber ich gucke nachher mal. Ah ja, komm. Aufleveln. Ach, noch ein paar mehr Seelen. Vielleicht zwei. Sicher ist sicher. So, das müsste reichen, hoffe ich. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Es fehlen 200, oder? Ach nee, es reicht. Gut. Nochmal. Ja. Gut, ich würde gerne nochmal hier hin. Weil ich dann doch ein paar glatte Steine habe. Und ein versteinertes Etwas. Das.
eventuell zu etwas Nützlichem umgetauscht wird. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. So. Mal schauen. Müll. Okay. Das müsste der hier gewesen sein. Geil. Wer sich daran erinnert, der erste Boss, Dark Souls 1, oh, scheiß Moveset, hat diese Waffe benutzt. Damals war sie noch ein bisschen größer. Das ist halt die Frage, ist die gut? Ich bin mir gar nicht sicher. 300. Falls wir noch so eine bekommen, können wir die zum Beispiel dann dual wielden, aber auch 50 Stärke für die, ne? 75 insgesamt. So viel haben wir noch nicht ganz. So, was haben wir denn noch? Okay. Nicht okay. Okay. Noch ein Dreizack. Geil. Jetzt haben wir zwei. Ich bin stolz. Ich bin... Oh Mann. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich versucht habe, mal am Anfang des Runs immer diesen Dreizack zu bekommen, aber jetzt habe ich zwei davon. Ist auch nicht... Auch nicht schlecht. Was für Anforderungen haben die denn? 15 Geschick. Wie viel haben wir denn? 14. 22 Geschick. Theoretisch. Aber ich glaube, das ist es mir nicht wert. Deswegen gehe ich direkt einfach mal wieder nach unten. So. So, einfach mal dran vorbei an dem Mist. So, auch an dir. Wobei ich dich eigentlich gerne töten wollen würde. Einfach mal, um zu gucken, ob du vielleicht mal was von deinem Set da lässt. Aber ich sehe schon, du bist nicht so nett und ich bin so blöd. Und da haben wir ein perfektes Beispiel davon, dass die Sprünge in diesem Teil manchmal kürzer ausfallen. Sie fallen einfach kürzer aus. Und da kannst du machen, was du willst. Manchmal sind sie halt ellenlang. Und manchmal sind es halt einfach Baby-Jumps. Aber da ist es nicht so schlimm. Die waren ja sowieso eine Hülle, ne? Ich glaube, ich bin einfach zu blöd. Ja, das war geplant. Ich wollte hier hin. Ja, ich wollte hier hin. Es war geplant. Hier liegt nämlich noch ein Item unten irgendwo. Und das wollte ich eigentlich holen. Ja. So, hier. Ich hab's doch gesagt. Hier ist noch ein Item. Eine Titanitscherbe. Das war mir jetzt wichtig, die nochmal zu holen. So, ach ja, wir haben von der Tusse diese Feder bekommen, mit der wir unendlich zurück teleportieren können. Also im Prinzip ein Heimkehrknochen, der nicht weggelutscht wird. Keine Ahnung. So. Das habe ich alles gemacht, wirklich, nur um diesen Typen dreimal zu töten. Um zu schauen, ob er seine Rüstung droppt. Das war der einzige Grund. Siehst du, es hat nicht funktioniert. Und deswegen... So, habt ihr das gesehen? Das ist ein Unterschied, die Sprünge manchmal haben. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. So, kommt er. Bitte. Oh ne, kommt er gar nicht. So, bist du denn immer noch hier? Ja, bist du, Arschloch. So.
aufbauen. Deine Mappe ist mir egal. Ja. Danke für den Helm. Dieser Helm ist nämlich das, wonach wir gesucht haben. Und dann gibt es nur noch eine Adresse, die wir abklappern. So, dann sind wir jetzt hier. Und hier hatten wir ja noch einen Typen im Stuhl. Und ich glaube, der möchte uns nicht sprechen, weil wir zu dumm sind. Weil man für den, glaube ich, 12 Intelligenz und 12 Wille braucht. Nee, 20. Über 20 Intelligenz und 20 Wille braucht. Damit der überhaupt mit einem spricht. Das ist halt so eine Frechheit, deswegen... Ja, komm. Deswegen murksen wir ihn ab, klauen seinen Stab und gehen wir nach Majula zurück. Ja, kann man mal machen. Ich möchte kurz was gucken. So, dann nehme ich, wenn wir NPCs töten, finden wir sie. Die Rüstung zumindest. Hier bei dieser netten Dame wieder. Ich glaube, der Helm hatte spezielle Fähigkeiten. Erhöht die Anzahl der Wirkung für jeden Zauber. Wenn wir später dann mal vielleicht... ich weiß es nicht. Mal gucken. Vielleicht später. Wenn wir dann ein paar Pyromantien haben, dass wir die dann auch billigerweise ein wenig vervielfachen können. So, hiervon. Ja, komm. So, und jetzt mit diesen ganzen Sachen, die wir gesammelt haben, machen wir etwas. Und zwar besuchen wir unseren alten gefangenen Psychopathen wieder. Deswegen bin ich jetzt auch ein paar Mal gestorben, weil man muss ja Hülle sein, ne? Also wundert euch nicht, ich bin nicht kacke, ich bin einfach nur vorausschauend, ja. Genau. Hust, hust. So. Wage es ja nicht. Das ist interessant. Ich habe die, glaube ich, früher immer einfach komplett ignoriert. So, wo kommt er? Wo ist er? Wo ist er? Der spawnt direkt hinter einem, glaube ich, immer. Oder ich habe mich gerade vorteilhaft positioniert. Nein! Was? Na. Oh, komm. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Hilfe! Vergewaltigung. So. Nicht mit mir. Da ist meine Theorie gerade zugrunde gegangen. Und zwar ist der Gute nicht zu Boden geditscht worden. Toll, das wollte ich nicht. Das ist so toll gemacht. So, jetzt aber. Tschüss. So, oh nein, wie konnte das nur passieren? Gut. Egal, er war unwichtig. Unwichtig und unwürdig. So. Guten Tag. Well, you're nicely hard, dear. Are you tormented by memories? Burdened by guilt? Nö. Now the question, are you ready for more? Oh ja. If you are, this long ago, this naive vessel of mine set about devising new spells. The fool dreamt of bringing new forms of magic into the world. But instead, he created me. Mostly by chance, but he did a fine job, I must say. What he sought was strength, and so I decided to demonstrate. While my vessel slept, I'd find my mark and hunt him down. But my vessel did not approve. And so while I slept... No, I don't have anything against humans. But how is it that you go about defining good and evil? I'm only using what the gods gave me. How? So what say you to a spot of murder on my behalf? If you don't,
I'll leave this place and take more lives. I couldn't give a fig either way, so what's your choice? Yeah. Yes, I see how. I want you to kill a merchant named Gilligan. Oh nein. A greedy, foul man. Is the only person who'd have such an odd knick-knack. Ja, gut. Und der gute Gilligan, den haben wir ja verschont, weil er uns seine Leiter verkauft hat. This is my theft. Zerstreuungsring. Gut, was macht denn der gute Zerstreuungsring? Hm? Ja. Müll. I want you to your target will be Kale. The man was, while I was trapped in here, he wore a string. Ja klar. Yes, perhaps this. This is my. Now let's discuss. I want you to kill. Your target is Felkin the Hexer. Oh nein. As proof, bring me that peculiar scepter. What do you say? Klar. Yeah, but he will be formid. Der Typ ist nicht mal aufgestanden, bevor er tot war. This is my effect. Verbotene Sonne. Mein persönlicher Liebling als Pyromantie. Es ist ein geiles Ding. Es ist ehrlich ein geiles Ding, vor allem im PvP. You could kill a dozen like that and it wouldn't matter. I want you to kill the girl in Majula. Oh nein. The Muse. They say that she is the last firekeeper. That she's a gentle shepherd, lighting the way for you. Once she is dead, I will have no. The girl will have a peculiar feather. Now go on. Okay. Yeah, God, you're a war. Geil. What do you? You've been good. These are, don't mind. So, jetzt habe ich gerade sein Set nochmal bekommen. Now I will. Ja, er verkauft auch noch ein paar Sachen. Theoretisch kann ich mir den hier mal gönnen. Ein paar Pfeile, ein bisschen hiervon, ein bisschen Schnickschnack, ein bisschen da und ja. Bla bla. So. Es ist halt schon ein wenig. Ja. Es ist halt, warte mal, wenn ich das jetzt in Kombination mit, was nehme ich denn hier? Den hier? Kacke aus. Nehmen wir einfach mal den hier in Kombination mit diesem Top und in Kombination mit diesen Handschuhen, dann sieht das schon ein wenig nuttig aus. Ich weiß nicht. Es ist eine schöne Rüstungskombination. Passt perfekt zu unserem stahlharten Körper. Ja, weiß nicht, vielleicht laufe ich später so rum. Keine Ahnung, müsst ihr mal Bescheid sagen, ob ihr Bock drauf habt. Passt halt perfekt, so eine fein gekleidete Dame mit einem riesen glühenden Schwert aus geschmolzenem Stein oder was auch immer das ist. Aber ich bleibe erstmal wieder meiner typischen. Das wollte ich nicht. So. Das sieht auch nicht schlecht aus. Und meiner typischen Rüstung. Wenn ihr Bock auf andere Kleidung habt, könnt ihr es aber gerne in die Kommentare schreiben. Ich nehme. Kritik. Und Verbesserungsvorschläge und was auch immer und kleine Ideen nehme ich gerne an. Also, wenn ihr was anderes sehen möchtet, lasst es mich wissen. So, aber das soll's für heute mal gewesen sein. Wir haben eine kleine Assassin-Folge gemacht, wobei wir für diese Mission, also für diese Assassin-Mission, muss man keinen unbedingt umbringen. Weil
für jeden gibt es eigentlich eine Quest, wo wir dann dieses spezielle Item bekommen. Aber wie gesagt, Page, war das Page oder Pale oder wie heißt der? Nee. Wo ist sein komischer Helm? Habe ich den abgegeben? Nee, ich glaube nicht, ne? Da, Kale. Kale hieß er. Kale, weiß nicht, ob ich seinen Dialog nicht komplett ausgesprochen habe, sodass er immer noch da im Kartenraum war. Und beim Hexer müssten wir viele Punkte investieren. Und da hatte ich keinen Bock drauf, deswegen sind sie tot. Aber man kann es halt machen, dass sie alle überleben. Gut, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.